Das Radio Salzburg Café mit Lisa Sandner. Heute am Finaltag der WM. Mehr als 94.000 Zuschauer, fast das größte Fußballstadion Afrikas. Es war Schauplatz des Eröffnungsspiels der WM. Und die Soccer City in Johannesburg ist heute am Abend auch Austragungsort des Finales, Holland gegen Spanien. Die Fassade des Stadions, das an einen afrikanischen Tontopf erinnert, hat eine Pinzgauer Firma verwirklicht. Rieder Smart Elements aus Maishofen mit hochfesten Modulen aus Fiberglas, die vergleichsweise wenig Gewicht auf diese großen Oberflächen bringen. In der weltweiten Ausschreibung der Südafrikaner via Internet hat das Salzburger Unternehmen Rieder das Rennen gemacht. Und wie alles begann und wie es bei ihm noch erfolgreicher weitergeht, nach dem enormen Medienecho, erzählt uns heute am WM-Finaltag Firmenchef Wolfgang Rieder. Aufträge haben wir auch in Saudi-Arabien, wo man sagt, für die weltgrößte Ölfirma, die denken plötzlich in grünen Themen. Und ich sage, das ist schon ein Sinneswandel, der sich da vollzieht. Und ich sehe das als Chance, unternehmerisch mich dort festzusetzen. Österreich hat da die besten Voraussetzungen. Und ich sage, das Internet bei allen schlechten Seiten bietet da einfach sehr gute Möglichkeiten, dass man da aus dem hinteren Pinzgau dann in der großen Liga der internationalen Konzerne mitspielen will. Obwohl das nicht mein Plan ist, sondern ich möchte die Arbeitsplätze im Pinzgau sichern und möchte dort eigentlich heimisch sein. Und darum bin ich ja gern in meiner Freizeit ein kleiner Bergbauer, weil ich ja vom Bauernhof aufgewachsen bin und das Wirtschaften heißt immer nur so viel nehmen, dass andere auch noch davon leben können. Und mehr darüber, wie der erfolgreiche Pinzgauer Jungunternehmer denkt, heute im Radio Salzburg Café. Guten Morgen am Sonntag. Das Radio Salzburg Café. Jetzt müssen wir ein bisschen ausholen. Die Rieder Gruppe gilt seit 50 Jahren als Spezialist für innovative Lösungen rund um den Baustoff Beton. Das Unternehmen aus Maishofen mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 49 Millionen Euro befindet sich zur Gänze im Familienbesitz. Zu den Vorzeigeprojekten der Rieder Gruppe zählen neben der Soccer City auch die 275 Meter lange Saragossa Bridge der Star-Architektin Zaha Hadid für die Weltausstellung Expo 2008 in Spanien in Saragossa. Und außerdem haben sie die europaweit erste gekrümmte Lärmschutzwand mit Aufsätzen, mit einem Soundscreen Improver, einem optisch ansprechenden Lärmschutzsystem, das im Einklang mit der Landschaft steht, erfunden. Aber der Soccer City, dem Stadion in Johannesburg, gilt natürlich seit der WM alle Aufmerksamkeit. Firmenchef Wolfgang Rieder ist heute mein Gast. Und meine Frage an ihn, wie hat denn alles angefangen mit diesem Großauftrag? Dazugekommen ist eigentlich ganz ungewöhnlich. Ich sage immer, ich bin ein Kind des Internet. Ich war am Weg zum Zahnarzt in Salzburg und habe eine E-Mail gekriegt, worauf ich dann nach Südafrika zurückgerufen habe. 3 Wochen später war ich dann das erste Mal unten und 3 Monate später hatte ich den Auftrag. Also ist eigentlich relativ unspektakulär verlaufen. Also in der Anfangszeit, man kennt Südafrika nicht, ich habe überhaupt niemanden gekannt, das ist wirklich übers Internet entstanden. Meine Mutter war sehr besorgt, wie ich das erste Mal runtergeflogen bin und musste ja stündlich eine SMS schicken, aber mit der Zeit habe ich sehr viele Freunde gefunden unten und es ist für mich gar nicht mehr so auf ein Reisen, sondern irgendwie habe ich mich verliebt in Afrika und ein Teil von mir ist da irgendwie unten geblieben. Wie oft haben Sie für den Bau dieses Stadions hinunterfahren müssen? Ich habe es nicht genau gezählt, aber es war sicher über 30 Mal in den letzten 2 Jahren. Und also ich bin immer gern runtergeflogen mit verschiedenen Gefühlen und es war damals beim ersten Mal, wie ich unten war, war Schnee und das hat mir eigentlich gezeigt, dass ich eigentlich so wenig über Afrika weiß und mittlerweile weiß ich sehr viel. Ich habe einen sehr guten Freund und auch Geschäftspartner unten, der hat mir sehr viel erklärt über Südafrika und man denkt dann als Europäer schon ein bisschen anders, wo man immer glaubt, man weiß alles und man muss mit dem Finger überall hinzeigen. Also es hat mich schon sehr menschlich sehr weitergebildet, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich weitergebracht. Was war das, was so verblüffend anders war, was Sie da erlebt haben? Ja, eins ist, dass man als Weißer mal in der Minderheit ist. Das ist ein ganz eigenes Gefühl einfach mal. Und einfach diesen Rassenkonflikt jetzt ohne mit diesem Apartheid-Hintergrund oder mit diesen ganzen, sondern einfach den auf einer menschlichen Ebene, wo man zusammenarbeitet, wo es einfach wirklich auf diese menschliche Begegnung drauf ankommt. Also das war eigentlich, sage ich, ganz ein eigenes Gefühl. Man hat da irgendwelche Bilder im Kopf und belegt es als Europäer, aber es ist dann eigentlich total anders, wie man es sich vorstellt. Und wie ist es, wenn wir jetzt die Hautfarbe unterscheiden, als weißer Europäer und der Schwarzafrikaner? Ja, also eigentlich ganz normal, also man ist dann eigentlich immer wieder überrascht und es gibt nette und sympathische hier und dort und ich sage,
es ist wesentlich ein Kampf. Also man hört immer so Negatives über Südafrika. Also ich kann eigentlich nur sehr viel, sehr Positives erleben, berichten. Und deswegen sage ich, bin ich sehr dankbar. Und ich sage immer, was Afrika war gut zu mir und ich möchte was zurückgeben. Und auf meine Art und ich glaube auch auf eine andere Art, wie man es halt so marktschrei tut, dass man so Charity macht. Also wir tun was Gutes, aber wir wollen halt die Menschen dort, wie sie leben, auch in der Weise respektieren und deren Stolz. Und da gibt es eigentlich ganz tolle Projekte und da möchten wir uns gerne einklinken. Sie haben es ja auch auf der beruflichen Seite erleben können. Man hat ja auch im Vorfeld oft unten gehört, es wird schwierig werden mit der WM, mit den Sicherheitsbedingungen. Nichts von dem allen ist ja eingetroffen. Es war eine, was das betrifft, völlig problemlose WM. Wie war es für Sie, da ein Stadion da zum Teil zu bauen? Gab es da Schwierigkeiten im Vorfeld? Also welche Grenzen mussten Sie überwinden? Also beruflich, ich meine, auf so großen Baustellen und für uns war es ja auch die größte und für mich als ausgebildeter Betriebswirt war es jetzt auch ein total neues Umfeld. Aber ich würde mal sagen, als junger Unternehmer, und so sehe ich mich immer noch, hat man mir eigentlich die Chance, ein großes Vertrauen entgegengebracht und das, ich glaube, man kann immer mit der Aufgabe wachsen und es ist schon anders, wie die Menschen dort an Probleme herangehen. Also es ist nicht so wie bei uns, wo man sagt, das muss man jetzt erledigen und das muss dort kommen, sondern unten erreicht man halt einfach viel mehr, indem man Fragen stellt und sagt, du, wie schaffen wir das jetzt bis dort und dorthin? Und das habe ich gelernt und ich sage, das hat dann schon ein bisschen abgefärbt und es hat eigentlich, ich sage, erreichen tut man fast mehr mit der Art und Weise, als wie man sagt, jetzt so zack, 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 das muss alles erledigt werden. Afrika war gut zu mir, ich möchte was zurückgeben, so die Absicht von Wolfgang Rieder. Und so setzt es in die Tat um. Im Rahmen dieser letzten Finalwoche spendet die Rieder-Gruppe für jedes erzielte Tor 1.000 Euro für ein afrikanisches Projekt. Fibersee, eine mit Glasfasern verstärkte Betonplatte, die sowohl für die Außenfassaden als auch für den Innenraum und für den Innenbereich verwendet werden kann. Eine weltmeisterliche Innovation aus dem Pinzgau, haben mehrere Medien schon getitelt. Seither regnet es Auszeichnungen für die Firma und das Produkt aus Maishofen und die Nachfrage danach steigt international rasant. Allein in den letzten Wochen war eine Delegation aus Aserbaidschan dazu in Salzburg, verhandelt auch Libyen mit Maishofen. Ich war selber überrascht. Die letzte Woche war unglaublich für mich, was da alles passiert ist. Und das muss ich erst einmal geistig ein bisschen ordnen. Aber ich sage, es ist irgendwo der Lohn für diese harte Arbeit. So sehe ich es. Und ich sehe mich da nicht alleine, sondern da haben sehr viele mitgewirkt. Und ich bin da schon sehr stolz von meinem Vater angefangen, wo mir immer mein Südafrikaner gesagt hat, der hat da ganz schön was zugetraut. Und dann habe ich nachgedacht, dass das schon sehr mutig war, dass er mir das machen hat lassen. Und dass sowas einfach ein Glücksfall ist. Und das muss man einfach die Situation beim Schopf packen. Und das Unternehmerische, glaube ich, habe ich ein bisschen im Blut. Und ich habe mittlerweile gute Leute um mich herum, die mich wieder einbremsen und wieder einordnen. Und von dem her sage ich, sehe diesen zukünftigen Herausforderungen relativ entspannt entgegen, weil ich eben sehr viel gelernt habe. Und ich mache meine zukünftigen Projekte mit meinem Projektpartner aus Südafrika, was eigentlich auch so eine schöne Begebenheit ist, dass wir nicht nur für dieses Projekt da sind, sondern dass wir das jetzt gemeinsam machen, wo immer es uns jetzt hin verschlägt, ob das Libyen ist oder Aserbaidschan oder ja, wo immer. Damit plaudern Sie ohnehin schon ein bisschen aus der Schule. Ich habe bei unserer Begegnung, jetzt haben Sie mir Bilder gezeigt von möglichen Dingen, die da entstehen können. Das ist ein Parlament. Genau, in Libyen. Und das zweite ist ein Opernhaus und Museum in Aserbaidschan, ja. Und beides ganz herausfordernde, tolle Bauten. Beschreiben Sie ein bisschen, wie die aussehen könnten. In erster Linie sind sie einmal weiß und dann sind sie halt in Ländern, die jetzt auch sehr aufstrebend sind. Libyen hat sich gerade geöffnet, Aserbaidschan hat sehr viel Öl und will auch, sage ich, nach vorne. Und es gibt irgendwie so was, wie man sagt, die positiven Seiten dieser Globalisierung. Ich meine, die schlechten hört man eh täglich, die gibt es sicherlich auch. Also das Positive ist, dass man als kleines Pinzgau-Unternehmen in die Welt hinausgehen kann mit einer guten Internetseite und plötzlich diese Kontakte machen kann. Und das Positive ist sicherlich die Werbung in Südafrika. Und wenn wir es dann nur schaffen, eine kleine Anzahl von Menschen davon zu überzeugen oder überzeugen braucht man es nicht, denen klarzumachen, dass wir da beteiligt waren, dann ist das einfach eine unbezahlbare Werbung. Eine Lehre, die zumindest ich aus dieser Krise ziehe, ist, dass es gibt Jahreszeiten im Leben und so gibt es bei Firmen und man kann nicht nur immer wachsen, sondern man muss auch mit dem zurückgehen und es gibt dann Herbst und dann Winter. Aber wenn man sich gut und warm anzieht, wie man Pinzgau sagt, dann überlebt man den kalten Winter auch und von dem her
sage ich, hat Afrika schon eine ganz eigene Stellung. Also ich habe 40 Jahre alt werden müssen, dass ich sage, dass ich da runtergekommen, aber es hat mich schon sehr stark verändert.